unser Forschungslabor, unser robotische, wo wir eine Freiformstruktur bauen aus mehr als 400 Teilen, die individuell bearbeitet werden und nachher mit dem Roboter frei im Raum platziert werden. Ich komme ursprünglich aus dem Maschinenbau. Ich habe mehrere Jahre Erfahrung in der Automatisierung. Ich habe dort Roboter geschaffen. Unter anderem habe ich dann auch noch die Fachhochschule gemacht, das Institut Hyperwerk, wo ich die parametrische Ansteuerung von Robotern kennengelernt habe. Somit sind eigentlich Projekte möglich, die von Hand nicht möglich sind und wo man eigentlich auch ein Einzelstück kann mit dem Roboter herstellen kann. Wir haben gezeigt, was in der robotischen Fertigung möglich ist, auch bezüglich Statik und räumlicher Platzierung von Bauteilen. Wir werden die Entwicklung, die wir gemacht haben, für zukünftige Projekte wieder verwenden und somit eigentlich die Limite pushen für die Zukunft.